So, hallo und herzlich willkommen hier zu einem letzten Test von Train Fever. Train Fever, um was geht's da? Ja, ich denke mal ganz grob, so wie man es hier schon sieht, um Züge, um Leute von A nach B zu bringen. Wir haben hier den Namen, die Weltgröße klein, Landschaftstyp nehmen wir mal Mittel. Schwierigkeit, ja, lass mal auch mal einfach. Startjahr 1850. Oha, das wird lustig. Gibt's wahrscheinlich erstmal nur kurz am Anfang. Hinweis: Schalten Sie die Ja erreicht Errungenschaft frei, um später als 1850. Okay. Start war. Was nehmen wir da? Diesen. Genau. So, dann schauen wir mal, wie lange es denn hier lädt. Ja, bin mal gespannt. Kenne das Spiel noch gar nicht. Wie das hier funktioniert und ob wir hier auch richtig schön mit Gütern handeln können. Willkommen bei Train Fever, jawohl. Die Maus, ja, rechts siehst du das, in das Zoom, bla, tut. Als erstes eine Buslinie, ja, Bus, okay. Zweitens eine Bahnlinie errichten. Okay, dann schauen wir uns doch erstmal die Karte an. Was haben wir denn hier alles? Bansko, Ramstal, Unterschweinbach, Densen. Sagen wir lieber nichts. Hessberg, Davako, Sternenfels. Was haben wir denn hier? Bevölkerung 234, Einkaufsmöglichkeiten, Arbeitsplätze 234, Freizeitmöglichkeiten mit einem Minus dahinter. Das heißt, oh, ihn nimmt ab, die Freizeitmöglichkeit. Okay. So, man kann die Karte so, ja. Ist doch. Oh, hier haben wir ein paar Hügel. Da sollten wir jetzt nicht unbedingt eine Bahnlinie drüber zimmern. So. Wer oder was oder wo? Industrien. Okay, das machen wir jetzt erstmal nicht. Die Städte. Bevölkerung. Densen mit den meisten Einwohnern. Das ist schon mal gut. Densen. Was war das hier? Dieses hier. Aha. Bansko. Aber ganz ehrlich, ich denke, ich werde erstmal hier oben anfangen. Im Bestfall Stadt Davako meinetwegen. Oh, fangen sie gleich an zu bauen. Oh, sieht eigentlich ganz schön aus hier. Schöne kleine Stadt. Was wird das hier? Ein Wohnhaus. Zwei Bewohner. Okay. Und direkt arbeitslos. Aha. Ja, ist klar, solange es noch nicht fertig ist. Wie kann man denn jetzt. Ah, die Landnutzung. Oh, geil. Wohnhäuser haben wir hier in diesem Bereich. Hier wächst ein bisschen Industrie jetzt wohl. Das meiste ist hier hinten. Doch, das ist doch ganz schön strukturiert hier. Da kann man doch mal direkt. Straßen. Depots. Setzen wir doch mal hier so ein Straßenfahrzeugdepot. Direkt hier hin. Das sind Haltestellen, jawohl. Typ Passagiere. Cargo. Also nehmen wir mal die ganz normalen Haltestellen. Ach so, okay. Hier an der Kreuzung kann man keins hinsetzen. Fangen wir mal an.
Machen wir mal eine relativ einfache Bahnlinie. Wahrscheinlich haben wir hier rechts verkehrt, ich setze alles links hin. Na ja, gut. Ist nicht so schlimm. Ganz einfache Bahnlinie. Einmal hier bis darunter. Bis die ganzen ja, Einwohner zu ihren Arbeitsplätzen kommen. Jetzt müssen wir mal gucken. Geht das wieder weg? Ah ja. So. Straßenfahrzeuge kaufen. Jawohl. Eine Postkutsche. Eine gewöhnliche Postkutsche, welche in den frühen Jahren für den öffentlichen Verkehr verwendet wurde. Jawohl, nehmen wir. Warte, ja, 5 Stück passen dann mal rein. Uiuiui. Kaufen wir für die Bahnlinie, Bahnlinie. Für die Verbindung gleich mal 3. So. Jetzt müssen wir das Ganze aber noch zu einer Linie hinzufügen. Genau, 3 Stück im Depot. Neue Linie. Fangen wir mal hier hinten an. In der Raiffeisenstraße zur Industriestraße, Lessingstraße, jawohl, Lindenweg und jetzt Parkstraße, oder? Okay. Das ist unsere Linie Nummer 1. Dann wollen wir doch mal. Ich füge mir jetzt die alle zu. Fahrzeugdepot, genau. Alle Linie zuweisen, Linie 1. So, und dann sieht man hier auch direkt, wenn ich alle Fenster hier kriege, die kleinen Postkutschen, die erstmal losquetschen. Schick. Es wird wahrscheinlich erstmal eine Weile dauern, bis die Bewohner hier erkennen, dass wir überhaupt eine Linie hier haben. Nichts wartet. Nichts. Aha, statt niemand wartet nichts. Jawohl, es war Tick Minus. Oh. Da warten 2 Leute. Wunderschön, dann geht's auch schon los. Wahrscheinlich im Westfall direkt noch eine zweite Linie von hier drüben. Das wird das Ganze verbinden. Was ist denn gelb? Gelb ist Freizeit. Ah. Dann machen wir nochmal von hier nach da zum Freizeit, dass die ganzen Menschen sich da auch ein bisschen austoben können in dem Bereich. Was ist denn das hier Freizeit? Alles bloß Park oder was? Aha, was wird jetzt hier gebaut? Freizeit wird hier gebaut. Ah. Gut. Dann setzen wir doch den ganzen. Lassen wir die Haltestellen so hier links, wie sie sind. Und fangen mal an, hier noch ein paar Haltestellen hinzusetzen. So, zaubern wir daraus eine neue Linie. Von hier hinten, Bahnhofstraße, Rosenstraße. Jawohl. Genau, das ist es. Kurz und knapp, ganz einfach. Jetzt müssen wir da noch Fahrzeuge wieder verkaufen. Wieder die Postkutsche. Die weisen wir alle Linie 2 zu. Jawohl. So,
sieht man jetzt dann? Ach, da sieht man, wer wo wartet. Los hier. Cargo. Die Menschen sind Cargo, alles klar. So. Könnte man jetzt noch sehen, wo hier Finanzen? Wie war es oben? Was haben wir denn hier? Das Kontostand? Ja, okay. Uff, 3 Millionen Darlehen. Aha. Also die werden wir wahrscheinlich erstmal brauchen, ja, alles groß aufzubauen. Bringen wir mal rüber. Hessberg. Hallo Hessberg. Im Bestfall Hessberg mit Davako. Ja, was machen wir? Als erstes hier alles verbinden, Post kutschen und dann später die eine schöne Zugverbindung hier aufbauen. Die können wir dann auch noch gleich rüberziehen nach Sternenfels. Denken wir, ja, schauen wir mal. Wie gesagt, ich habe keinen Plan von dem Spiel. Wie das hier funktioniert, wie man jetzt hier richtig Geld verdient. Aber ich denke mir einfach mal grundsätzlich, bevor man hier... Oh, Kling, da haben wir schon was verdient. Yeah. Ich denke mir grundsätzlich, bevor wir hier alles verkomplizieren... Ich meine, okay, es gibt hier 5 Straßen. Am Anfang erstmal relativ einfache Linien bauen. Dann mal schauen, ob das hier überhaupt was bringt, eine Linie zu machen, die hier durch die ganze Stadt sich schlängelt, oder ob es doch sinnvoller ist, hier eher einfache Linien zu bauen. Oh, gehen aber viele Leute hier lang. Leute, ihr sollt mit der Postkutsche fahren. Hier warten. Einer. Wow. Natürlich mies. Aber das wird wahrscheinlich alles noch ein bisschen brauchen, bis es hier anläuft. Wo sieht man denn? Ah ja. Hier sieht man den Ertrag. Lade, wenn vorhanden. Takt 105 Sekunden, das geht ja. Und da sind wir schon im Plus mit der Linie 1. Perfekt. Und wieder Minus. Ja gut. Wie gesagt, springen wir mal hier rüber. Wir werden erstmal wieder versuchen, das ganze Wohngebiet hier in grün dargestellt. Sieht man ja hier unten schön. Wohnhäuser. Die Industrie. Weil die Leute müssen ja ganz einfach vom Wohnhaus zur Arbeit kommen. Also, drehen wir mal die Karte ein bisschen. Also die Steuerung mit der Maus ist noch ein bisschen... Muss man mal gucken, ob wir später noch interpretieren können. Das ist ja irgendwie ein bisschen falsch rum hier alles. Hier wohnen viele drin, deswegen wahrscheinlich nicht hellgrün. Ja, ja, genau. Ja, trotz dessen... werden wir hier mal Haltestellen hinpflanzen. Hier los. Führt hier bis vor einmal im Kreis. So machen wir das. Das jetzt hier so hindert. Brauchen wir wieder ein Depot hier. Das setzen wir uns doch mal hier hinten ans Industriegebiet ran. Dann stellen wir erstmal die Linie. Ne, die neue Linie war hier. Genau. Wir starten hier. Da lang, da lang, da lang. Ah, ich sehe schon, das sieht echt komisch aus. So. Dann Fahrzeuge kaufen. Was ist hier los?
machen wir gleich mal 4 Postkutschen. Ist er doch etwas größer. Und weisen die alle der blauen Linie zu. So, auf geht's mit der Fleißigen. So. Jetzt haben wir natürlich hier drüben gar nichts, obwohl hier auch einige Leute wohnen. Werden wir doch nochmal gleich. Hier haben wir eins. Werden wir das hier mal so durchführen. Hier einmal im Kreis. Hier auch die ganzen Symbole, diese ganzen kleinen, was haben wir denn hier zum Beispiel? Ölraffinerie. Darf Öl wahrscheinlich? Produkt des Güter. Okay. Produktion 24, Obergrenze 25. Wo kriegen wir denn Öl her? Was ist das hier hinten? Kohlebergwerk. Aha. Produktion Kohle, mehr nicht. Wo wird denn hier Kohle gebraucht? Hier haben wir Öl. Was bis dahinter führt. Hier haben wir auch Öl. Kann man da nicht eine bessere Verbindung bauen? Straße. Kleine Straße, mittlere Straße. Mir wird schon lang, wenn es so wäre. Weil, dann machen wir hier jetzt mal Güter, Ladeplatz, noch ein bitte. Hier so für einen anderen solchen Train Simulator oder Wirtschafts irgendwie was, das Güter hier richtig Kohle bringt. Das wäre mal interessant. Ja, was haben wir denn hier? Stahlwalzwerk. Brauchen Kohle und Erz wahrscheinlich und machen Güter draus. So, da. Die Pferdefuhr weggehen. Ah, hier.
Ah doch, sieht ganz nett aus. Sitzt da jetzt noch jemand drin? Ah, der verspiegelt natürlich. So, erster Eindruck. Städte und Ding, auch jetzt hier die Straßen. Von der Optik her sieht echt gut aus. Der Bordstein ist schön. Die ganze Stadt ist relativ nett dargestellt. Die Bäume sehen jetzt auch nicht total so viel keine Ahnung, Abrissmonate aus oder so. Genau, lass den stehen. Wie alles dampft und qualmt. Ja, macht schon was her. Gerade natürlich hier hinten das ganze Industriegebiet wahrscheinlich, was das hier alles so, was alles am Dampfen ist. Naja. Hier ist Umweltverschmutzung noch kein Thema. 1850. So, ihr könnt jetzt echt ein bisschen schneller dunkeln. 2 PS vorne dran. Geht nicht so schnell. Aber mal. Da sind, haben sie wahrscheinlich schon 5000 Minus gemacht. Oh ja, 24.000. Gut. Und jetzt schauen wir doch mal, ob wir das Ganze hier mit einer Zugverbindung verbinden können. Dazu brauchen wir erstmal Anzahl der Gleise. Machen wir zweigleisig. Wie wollen wir das denn so oder so rum? Später hier noch eine Kurve hier so umbauen und dann da ein Sternenfels weiter. Deswegen baue ich das nicht ganz so dicht daran. Schauen wir einfach mal, ob das überhaupt funktioniert. So, die nächste Haltestelle. Zweigleisig. Oh, Bahnsteiglänge kann man sogar einstellen. Ah, das ist natürlich schon mal was anderes hier. Aber das brauchen wir jetzt, denke ich mal, noch nicht. Komm, geht das dahin? Nein, müsste ich vorher eine Straße bauen wahrscheinlich. Na gut, setzen wir den einfach so. Und jetzt Gleise hier. Zack, zack. Wow. Und danach da. Ging das jetzt oder ging das jetzt nicht? Kollision bei der Terrain-Anleitung. Was? Warum? Ich hätte gern jetzt hier das Ding anvisiert. Zack. Wunderschön. Hier vor. Was für ein Bauwerk. Mist. Das haben wir jetzt natürlich vom rechten Gleis aufs linke angeschlossen, oder? Ah ja, ist ja wurscht. Lassen wir das erstmal so. Stellen wir doch gleich mal hier eine Linie draus. Zack. Zack. Und was für eine schicke Farbe auch gleich. Jetzt brauchen wir aber dazu noch Depot. Ah, Depot. Schienendepot. Wie macht man das im Bestfall? Das machen wir jetzt ganz einfach. So. Ja, natürlich. Zack. Depot. Dahin geklatscht. Zack. Wunderschön. Züge kaufen. Jawohl. Die Spanisch-Brötli-Bahn.
cool. Nehmen wir gleich mal eine. Und kaufen mal. Bitte, danke. 4 Waggons. 24, 30 Leute. Linie zuweisen, Linie 6. So, Feuer frei. Wir sehen, wir machen auch schön mit unseren eigentlich total einfachen Linien machen wir eigentlich gut Geld. Außer hier, hier läuft es noch nicht so richtig. Was schießt da los? Hey? Das Wetter gespult. Aber das wird schon noch kommen. Jetzt muss man natürlich noch eine Linie errichten, dass die hier auch zu den Zügen überhaupt hinwollen. Das heißt, wir brauchen wieder Haltestellen. Die Passagiere natürlich. So. Straßenfahrzeuge 1, 2, 3. Würde ich gerne. Naja, hier Linie zuweisen, Linie 7. Jawohl. Genau das gleiche machen wir jetzt auch hier drüben. Da müssen wir jetzt im besten Fall aber ein bisschen anders gestalten. Braucht man nämlich hier noch eine Haltestelle. Nehmen wir einfach mal Linie 8. Jetzt müssen wir dann mal schauen, wie wir das alles noch optimieren müssen. Könnt ihr mich gerne für auslachen, aber ich habe noch keinen Plan, wie sie funktionieren soll. Und die Chuchu-Bahn tuckelt hier lang. Wie schnell fährst du denn? 40. Der Topspeed wohl, ne? Jawohl. Von 30 Leute, ja, ist klar, dass hier noch jemand kommt. Oh, jawohl, macht hier sauber Kohle. Boah, der Zug macht alles wieder weg. Was sagen denn die Finanzen gesamt? Das ist ja auch total. Eieiei. Gesamt.
1,9 Millimeter. Aber gut, da ist natürlich neue Fahrzeuge. Schlägt ein bisschen zu Buche. Wie fahren wir denn noch? Oh Gott, das Geld ist fast weg. Das ist ein ganz großes Geld. Und springt der Zug jetzt hier einfach um. Zack. Jetzt leer wieder los. Zu unserer Hochgeschwindigkeitssteigung hier. Wow. So, zack, zack, zack. Geht's mal schneller hier. Was machen die denn jetzt hier drüben mit unserer selbstgebauten Straße? Oh, wo ist denn hier jemand? Mehr Öl anzuliefern. Ja, das versuchen wir. Ihr fahrt auf Gehweg, Leute. Durch die Bauch. Weil einer 4 Öl aufnehmen kann, das sind 5 ein bisschen wenig. Zack. Und produziert jetzt? Nächster, der kann er natürlich nur ein Öl mitnehmen. Yay. Ganz toll. Linienbenutzung. Ja. Das ist das erste Mal, dass jetzt hier überhaupt was passiert, oder wie? Vergrößerung in 11 Monaten geplant. Oh, geil. Was haben wir denn? 13. Oktober 52. Cool. Geht was. Jetzt ist natürlich die Frage, die Güter. Ob ich die in die Stadt schaffen muss oder nicht. Der Zug kommt auch bald mal, der braucht einen ganzen Monat hier bis hier rüber. Einer wartet hier. Hier wartet doch niemand. Nichts warten wieder. Das ist natürlich schade. Ja, wir sind jetzt schon im, ach Gott, wir sind schon im Minus, das ist super. Das sollten wir doch hier noch mehr verdienen. Mit einem Passagier werden wir bestimmt keine 100.000 verdienen.
schön wär's. Ach, ihr seid immer noch nicht angekommen, ihr wollt mich so verarschen. Na super. Dass man die Fenster hier auch nicht leichter wegklicken kann, das nervt. Vier Ölwand. Jetzt machen wir nochmal ein bisschen schneller hier. Wir haben eh kein Geld mehr, um irgendwas zu machen. Das war schon kräftig im Minus, ja voll. Oh yes, jetzt warten hier auch Leute. Ah, einer. Sauber verdient. Wunderschön. Geiler Shit. Steht jetzt hier schon ein bisschen mehr. Jawoll, jetzt steht hier schon neu. Das ist ja geil. Keine Vergrößerung geplant. Was? Das will ich immer sehen. Das mit dem Geld geht ja auch. Hammer. Der Zug hat wie viele bei? Einen. Und da wartet schon wieder einer. Na, der wird wahrscheinlich gleich wieder zurück. Ja, na gut. Gut. So. Würde ich vorschlagen? Ganz mal auf normal. Genau, dann würde ich vorschlagen, dann mache ich hier jetzt mal eine Pause und dann schauen wir einfach beim nächsten Mal weiter. Bis dahin, macht's gut, viel Spaß euch, ciao, ciao.